Die Dreifaltigkeit oder die Einheit in der heiligen Familie. Aber gehe ich jetzt auf Gott hin, die Dreifaltigkeit. Das ist für Leute einfach nicht begreifbar. Vorwiegend für die Mohammedaner, die Islamisten. Die können das sich nicht begreifen. Und dabei ist das so furchtbar einfach. Nimm drei Kerzen, zünde sie an und was hast du? Drei Kerzen. Drei Flammen. Halt die Flammen mal zusammen. Und was hast du dann? Eine Flamme, drei Kerzen. Wurzel, Stamm, der Zweige, der Baum. Überall sehen wir dieses Dreifache. Ich, das ist meine Hand. Die Hand. Aber da hat es noch fünf Finger. Sage ich jetzt die Finger, ja? Aber muss ich nicht auch sagen, der Finger, der Finger, der Finger? Und doch ist eine Hand. Ich weiß gar nicht, wo da das Problem ist. Wisst ihr, all das, was da Gott zu uns Menschen geredet hat. Das hat er für die Menschen geredet, nicht für sich. Oben ist alles, meine Lieben, oben ist alles, ich muss sagen, anders, als alle die klügsten Professoren zusammen sich vorstellen können oder Künstler. Das wäre alles noch Mist. Gott hat etwas gegeben für uns Menschen. Und was sind wir Menschen vor Gott? Kinder. Also spricht er zu uns wie mit seinen Kindern. Wir sagen ja nicht Bruder zum Gottvater, oder? Wir sagen ja Vater. Jesus hat uns das gelehrt. Aber hat er sogar gesagt, Abba, Papa. Er selbst kindlich zu sein. Und da kommen unsere Leute und sagen ja noch, der Bruder runter. Wenn du das, also mir käme es nie in den Sinn, zum einen sagen, mein Bruder, also ich. Jetzt aber möchte ich auf das kommen. Wie ist man denn kindlich? Wenn man doch ein erwachsener Mann, ich glaube, ich bin erwachsen mit 83, nein, 82, oder? Gott sei Dank, noch ein Jahr jünger. Ich meine, für Gott könnte ich noch länger arbeiten. Ich will euch mal zeigen, was kindliche Liebe ist. Zuerst sage ich, die, wo meinen, ja, sie sind, weiß Gott was, sage ich, schaut mal. Wie viele Blumen hat es auf der Erde? Das ist unzählbar. Wenn du so meinst, du seist so gescheit, dass du Gott verstehst, geh und mach mal eine Blume. Nicht aus Seide und Ding, sondern dass aus dem Dreck hervorkommt und fein riecht. Oder jeder Knabe, ich rede jetzt von dummen Knaben, können einen Käfer mit dem Schuh zerdrücken. Aber alle Professoren der Welt, die je waren und noch sein werden, bringen es nicht fertig, einen Käfer zu machen. Ich war an einem Frühling, bin ich ja draußen gewesen, da sind wohl die ersten Margritchen und die ersten Blumen, Enzianen so hervorkommen, das Gras wieder grün. Da wollte ich dann nach hinten laufen, dann sah ich die Blümlein und ich brachte es einfach nicht fertig, weiter zu laufen. Denn für mich ist jede Blume ein Liebesbeweis Gottes an uns. Und dann sagt der Herr zu mir, doch geh nur. Meine Liebe hat euch die Wiese zum Teppich geschenkt. Geh
Dann bin ich gegangen und sagte, schau zurück, ist etwas gebrochen? Nein, ich habe wieder aufgestanden. Wenn man nicht gerade so ein scharfes Eisen oder so die langen Fersen haben müsste, absetzen. Jede Blume ist Fantasie Gottes. Er hat so getan. Und dann kommt einer und sagte zu mir, ja, nein, 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 das haben wir selber dann zusammen ver... Sag ich, ja, woher hast du das? Das kommt ja auch von Gott. Du kannst nur mit dem etwas, wie jetzt sagen, was Gott schon gemacht hat. Ich war, als wir da, dann, Sommer, die Blumen, wo wir dort im Garten haben, dann kam jemand und sagte, meine Güte, ist das eine schöne Blume. Ich sage, ja, kein Wunder, mein Chef hat es gemacht.